Moinsen, ihr Lappen. Nein, Quatsch. Willkommen Bewegung, zurück hier Soldat! In... Schnauze. Hier in Crisis 1. Wir haben ja letzte Folge endlich die komischen Spielebugs überwunden. Hoffe ich zumindest, dass das die letzten waren. Ich habe mal gegoogelt, das Problem hatten sehr viele, dass sie da den Speicherpunkt einfach nicht geladen bekommen haben. Der ist einfach nicht vorhanden gewesen. Aber ich habe es irgendwie geschafft, nach 2-3 Stunden rumgefummel. Und ja, dann haben wir uns abholen lassen, nachdem wir die Nanosuit-Typen gekillt haben. Und jetzt stehen wir hier zusammen mit Psycho, dem grimmig dreinguckenden Soldaten. Ich weiß nicht, hey, was ist los mit dir? Und jetzt müssen wir uns zum Hafen durchschlagen, der ganz dort hinten ist. Sogar noch hinter den ganzen Lichtern ist er. Ich habe gar keine Munition für Sniper, das ist total doof. Aber ich gehe mal hier runter. Sind das überhaupt Gegner? Natürlich sind das Gegner. Wieso sind der jetzt auf einmal tot? Naja, was soll's. Sind die auf einmal alle tot? Alter. Ja, cool. Auch nicht schlecht. Kann man ja auch mal machen. So, dann müssen wir nämlich die Dinger ausschalten. Habe ich irgendwo ein Fahrzeug eventuell? Ach, da ist ja ein Fahrzeug sogar. Da können wir hinfahren. Alter, er gefällt mir echt gut hier. Wie er da hängt, ist doch klasse. In Fahrzeug einsteigen. Autsch. Willst du mit, Psycho? Steig ein. Okay, bevor mein Auto kaputt geht, fahre ich weiter. Lalalala, lalalala. Robert, hier ist Psycho. Ich stoße jetzt zum Hafen vor. Ich melde mich, wenn ich eine gute Position gefunden habe. Oh, oh. Ich muss tanken. Brauchst nicht zu sterben, ist schon okay. Komm, halt's Maul. Ja, wie, du bist nicht tot. Oh. Ich weiß, ich bin so unfähig. Ich melde mich, wenn ich eine gute Position gefunden habe. Hier war doch eben ein Gegner, wo ich gestorben bin. Da hinten ist er. Okay, der ist tot. Ups. Boah, Alter. Boah. Die haben alle nur Kackmunition und Waffen dabei, das nervt voll. Na, hast du kassiert, du Bob? Hä? Was willst du tun? Was willst du tun? Brauche ich wieder diese Waffe, weil die Schrotflinte ist jetzt einfach zu knapp. Und hier liegt ganz viel Muni, das finde ich klasse. Gib mir Deckung, rücke vor! Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Oh nein, das geht nicht. Ach nein, probieren wir es mal damit. Oh ja. Neutralisiert sie die Flugabwehr. Solange wir keine Bombe stecken können, sind uns die Hände gebunden. Auch wenn das dann ein bisschen unpraktisch ist. Was? Ist der jetzt tot?
Hä? Ja, hier wird sich nicht versteckt, Mann. Boah, dieses Spiel, dass die Leute hier nicht sterben wollen. Maximales Tempo. Der will nicht sterben. Eine Werkbank. Braucht jemand irgendwie... Autsch. Der ist gar nicht tot, der schläft. Oh, jetzt habe ich dem Auto die Reifen weggejagt. Dann muss ich zu meiner Karre wieder zurück. Hier ist Action. Die Action, die ist hier. Wow. Scheiß Baum. Oh, der ist schon tot. Cool. Was für ein dummes Kind. Energie kritisch. Nein, ich kümmere mich jetzt nicht um dich. Du brauchst andere Freunde. Ich weiß nicht, stirbt der von einem? Oh ja, super. Alles klar, nur noch eins. Da habe ich ja noch genug Munition für das nächste. Was? Was? Oh nein. Nein, nein, nein. Nicht schon wieder so eine Nervensäge. Ich weiß, der zweite Schuss hat schon gereicht, aber sicher ist sicher. Was ist denn jetzt? Ah! Oh, ja. Wie soll das auch gehen, wenn man da eine Rauchgranate reinwirft? Das wollte ich sehen. Yeah. So, das nehmen wir noch mit. Wo ist unser schickes Car? Unser Auto. Oh, kommt der eh nicht weiter. Super. Ja, bloß nicht sterben. Ist ja nicht so, dass ich mit einer Waffe auf dich schießen würde. Was, was, was? Da war doch eben. Wo, wo, wo? Ah, da. Nein, halt. Da. Au, au, au. Maximales Tempo. Nein. Nein. Jetzt muss ich auch noch laufen, den ganzen Weg laufen. Ach nein. Energie kritisch. Oh ja, super. Nomad, Sie müssen die Artilleriegeschütze erledigen, damit wir Luftangriffe fliegen können. Ach, schwör. Bin ich doch dabei, du Bob. Nomad, in der Nähe der Hütten im Norden steht ein Übertragungswagen. Vielleicht findest du dort Informationen über feindliche Stellung. Nomad, hier ist Bradley. Wie es aussieht, stehen zwei der Flugabwehrgeschütze außerhalb des Hafens. Ich schlage vor, dass sie die zuerst erledigen. Wow, da ist ja noch ein Geschütz. Das habe ich gar nicht gesehen. Komm, halt's Maul.
Oh ja, klar, jetzt ist hier wieder ein Heli oder was? Ach, fickt euch doch. Komm ich denn in das scheiß Haus rein? Es muss doch irgendwo jetzt wieder einen Raketenwerfer theoretisch geben, oder? Ich meine, wie sonst? Wie sonst soll man diesen jetzt töten? Hier kann ich mich mal schlafen legen. Das könnte ich auch noch ertragen. Eine Runde Schlaf. Ich glaube, hier bin ich richtig. Das sieht zumindest so aus. Hm, vielleicht auch nicht. Maximales Tempo. Energiekritisch. Hauptsache, ich laufe immer erst mal... gestartet. Oh. Psycho, ich habe die Position eines Munitionslagers im Hafen. Sorgt ihr ein bisschen C4 für die Artillerie. Oh. Alter. Jetzt aber. Maximale Panzerung. Ach, ich sehe da was. Autsch. Ich sehe da ein Dach. Das direkt vor mir liegt. Guckt mal da. Maximale Panzerung. Schnell, schnell, schnell! Weg hier! Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Autsch, es schießt, es schießt. Da ist es. Uah! Tja, mit dem Falschen angelegt, Kollege. Was ist denn mit ihm? Oh, da kriege ich neue Sniper-Muni hier. Geil! Verstanden. Tarnfeld aktiviert. Wozu gibt's ein Tarnfeld, wenn die mich trotzdem sehen? Ja, ey, so viele Waffen, wie der dabei hat. Wo steckt der die denn hin? Maximales Tempo. Ach, cool, hier kann ich sogar rausfahren. Dann fahre ich mal weiter. Ich habe leider hier alles kaputt gemacht. Wobei, wenn wir ehrlich sind, hat der Helikopter alles kaputt gemacht. Tja, man muss ja auch ehrlich sein, ne? Weg da. Ja. Sieht das nicht schnieke aus? Da muss ich doch mal eben, weil ich es kann, einen Screenshot machen. Energiekritisch. Ich glaube, das Stück schwimme ich jetzt einfach. Oder halb am Laufen, so rum. Ich hab's schon gesehen, ich hab's schon gesehen. Tarnfeld aktiviert. Oh. Maximales Tempo. So, wir versuchen das jetzt mal ohne entdeckt zu werden. Aktiviert. Energiekritisch. Hat ja super funktioniert. Maximale Stärke. Ja, natürlich ist es noch nicht kaputt. Fick dich doch. Da drüben. Maximales Tempo. Autsch, ich häng fest. Oh.
Was will ich denn hier? Auch wenn es cool aussieht, aber trotzdem. Zentrale hier, Vulture 16. Und jetzt schnell weg. Abwurf über Sektor 2, over. Nomad, im Hafen steht noch ein Artilleriegeschütz. Schalt es aus, damit wir Luftunterstützung anfordern können. Alles klar. Ach, da sind sie ja. Was geht? Energie kritisch. Luke, ich bin dein Vater. Oh, schnell weiter. Bevor die uns auch noch entdecken. Oh Gott, was hat's denn da gehabt? Habt ihr das gesehen? Da hat das Haus gerade rumgespackt. Hier bin ich, glaube ich, noch nie rein. Oder hoch, eher gesagt. Maximale Stärke. Ups. Willst du mir jetzt erzählen, was soll denn das? Maximales Tempo. Oh yeah. Jetzt zu Ende. Ich halte die Augen für dich offen. Energie kritisch. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Jetzt ist wieder die Frage, wo kriege ich C4 her? Weil hier ist das Dingen, aber... Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Ja, ich hab dir ja nur deinen Helm weggeschossen, Alter. Penner. Erst mal am Ausrasten. Oh ja, komm. Nein. Jetzt geh doch da rein. Ist jetzt zu Ende. Ich halte die Augen für dich offen. Ja, man kann da raushüpfen wie ein Delfin. Nein, das ist doch nicht höflich, man erschießt doch keine Menschen. Ja, ich treffe. Ich bin voll auf seinem Gesicht. Er wird nicht sterben. Wow! Tschüss! Oh, da hinten ist ja auch noch einer gewesen. Nein! Maximale Stärke. Maximales Tempo. So, dann jetzt nochmal richtig. Tarnfeld aktiviert.
Maximale Panzerung. Okay. Alter, was wird das? Naja. Bring's jetzt zu Ende. Ich halte die Augen für dich offen. Ich hab was gesehen. Habt ihr das gesehen? Tarnfeld aktiviert. Ich bin da hin. Ach, zeig doch, was geht, Keule! Was geht, Alter? Willst du uns beide umbringen? Ja, natürlich. Ich hab doch immerhin 10 Schuss im Snipergewehr. Ja, auf die Entfernung schießt ihr immer noch sehr genau, ne? Ist klar, ihr Penner. Wie hoch denn noch? Boah, Alter, ich wär schon selber genommen. Höhe ist wohl nicht drin, würde ich jetzt so schätzen, vom rein denkweise technischen her, oder? Ich werde das jetzt einfach versuchen, wenn ich dabei drauf gehe, ist das natürlich eure Schuld, ist der. Ja, ist klar. Ach, genau. Boom. Gut, okay, also da hoch nicht mehr. Ich bin so unfähig.